rein hier. Hier. Dass ich ein bisschen... Okay, bekommen wir nur das raus. Man könnte das, glaube ich, wie immer. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Ja, das lässt sich auch verstehen. Das kriegt extra noch hier hin. Das ist wichtig, die beiden. Mal schauen, was hier noch rauskommt. Wichtiges. Stimmt, der kommt noch da richtig raus. Was sonst? Honeydrops und die Dinger. Muss mal irgendwas loswerden. Möchte gerne... Hey, komm, ich pack mal den Deep Soul. Das habe ich ja noch. Das muss auch noch raus. Ja, die zwei reichen. So, dann filtert der nämlich die um. Dann können wir eigentlich sagen, außer jetzt hier... Also die Bienen muss ich gleich rausnehmen. Das heißt, ich muss eben hier die Schilder und Frames wegpacken. Schilder und Frame. Die Filter brauche ich gleich noch. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Dann hole ich eben die Bienen hier raus. Die hier, die da nicht zugehören. Beziehungsweise doch zugehören, aber die Bienenkönigin mir hier abgehauen ist. Ich weiß ja nicht, wo die ist. Die habe ich auch noch fossil. Ja gut, dann fangen wir jetzt das Filtern an. Und, wir haben hier hinten noch nicht... Wir können hier noch die Honeydrops machen. An der Stelle. Insert. Zack. Doch die Frames wieder. Frames. Da. Muss ein bisschen frisch halten mit den Beschriftungen. Du willst auch so haben, dass ich wenigstens was sehe, wo was drin ist. So, der Extract, natürlich. Und soll dann nicht da hinten hin, sondern soll dann wohl doch hier rein. In den hier. Denn ich muss jetzt in den Keller rein. Im Keller habe ich auch so eine komische... Habe ich alles hingepackt. Habe ich einen Filter eingebaut? Warte mal, der darf momentan nicht rausziehen. Der soll nichts machen. Weil, wo pumpt er das denn hin? Mal pumpt das er dann da hinten hin. Ich kann also alles hier verarbeiten lassen. Dann arbeiten die Maschinen auch ein bisschen. So, wenn du nichts zu tun hast, dann nimm doch bitte die noch auf dir. Wenn du nichts zu tun hast, nimmst du bitte noch. Die würde ich sagen, hier. So, dann sortiert er die Dinger da rein, das haben wir. Die da rein. Und wenn du wirklich nichts mehr zu tun hast, dann schmeiß die hier rein. So, Endprodukt wäre ja dann die... komischen Balls hier. Pack die jetzt mal da rein. Disabled. Insert. Dafür ein Extract noch nichts rein, das passt. Priorität 1. Okay, dann können wir jetzt eigentlich den anschließen. Das heißt, mein lieber Freund. Zwei jetzt nur noch.
Extract mit dir. Der läuft schon, der läuft schon. Der läuft noch nicht, bekommt jetzt aber... Den vielleicht auch noch hier laufen lassen. Das wäre ja. Wir können den erstmal ja nur so anschließen. So. So, dann hat er ein bisschen. Warte mal, die Biene muss ich mal eben irgendwo. Bin ich so ein. Hast du ein Ding hier angeschlossen? Nee, kann ich das nicht anschließen. Ich muss sie einmal auslaufen lassen. Ach hier, machen wir einfach so. Nee. Machen wir so fertig. Kann das auch nicht passieren. So, dann darf er sortieren. Und wir schmeißen den Rest dann. Natürlich schon mal vorab hier irgendwo rein. Keine Ahnung, was er da jetzt mitmacht überall. Dann sind die Balls. Ja, die können eigentlich weg. Genau wie das Bienenwachs. Das kann eigentlich rüber. Und Weizen kann auch drüber. Das heißt, ja, muss ich ja mal kurz abschlagen. Schmeiß mal eins weg. Weizen, so, das kann eigentlich da unten rein. Ist ja kein Problem. Ja, das ist jetzt drin, dann war klar. Weizen, die bubbligen Dinger hier und die, das andere, das brauche ich wieder. Das kriegt keine Berechtigung dafür. Denn normalerweise kann er den Honig ja hier prioritätmäßig als erstes hier verarbeiten. Ja. Schauen wir gleich mal, ob er das auch macht. Honig. Also geht er ja dadurch. Das kommt davon. Wo kriegt der denn den? Dadurch, 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 dadurch. Den Pipes lang. Die gehen noch tiefer. Und dann gingen die, glaube ich, da hinten hin. Muss, glaube ich, nochmal die Wand auch schlagen. Ist der voll? Er ist voll, ne? Denn das nochmal lang. Ja, es kann nur das sein. Ja. Musst du da jetzt eigentlich sagen, dass er die als erstes da reinpumpen kann? Deine Priorität? Ja, Priorität 1. Das ist, wenn ich den... dem eine 2 gebe. Der hat ja schon 2. Der sammelt immer auch noch an. Ja, also müsste der die rauspumpen.
jetzt auch nicht. Ich hau wieder 10 Milliarden Löcher rein. Ist aber nichts Neues. Ja, muss da doch sein. Ne, das ist das. Müsste normalerweise das mit dem verbinden. Richtig? Das heißt, ich müsste eigentlich so machen. Verstehe ich das jetzt ganz falsch? Der Punkt doch raus. Separated 1, no resubs. Riskieren. Ich hab das so verfehlt hier wieder gebaut wie immer. Ja, das ist, was da hinten hinkommt. Das geht hier rein und soll dann hier wieder damit eigentlich kommunizieren. Der vielleicht die 1? Moment. Ach, Kirschnarch. Und der vielleicht die 2? Okay. Das heißt, immer was höher liegt, muss immer die höhere Nummer haben. Das heißt, 1 hier, 2 ist da drüben. Das heißt, wenn ich den jetzt reinpacke, schwindet er auch. Das heißt, deine Priorität ist 1, liegt aber bzw. kommt mit der Priorität von dem Keller auf 2. Weil der mir vorgibt, das hier reinzupumpen. 2. Genau, das wird jetzt hier ankommen. Ich mache hier nochmal ein bisschen das, den Quatsch hier zu. So blockiert. Ja, auch noch so, falls ich nochmal hier rein muss, ich lasse es jetzt erstmal offen. Ist ja ätzend, wenn man hier sich nicht tausendfach umguckt, wie es doch wirklich funktioniert hatte. Da müssen wir jetzt mal schauen. So, bist du jetzt hier mal fertig? Ne, du brauchst auch nochmal. Aber ist jetzt eigentlich mit unserer Bienenkönigin hier wieder? Die scheint sie wieder gefangen zu haben. Oder auch nicht. Oder auch nicht, doch. Es geht. Das heißt, der Honig arbeitet wieder. Und das Zeug arbeitet jetzt hoffentlich alles nach und nach auch. Bienenwachs. Das andere kommt ja hier rein. Arbeiten die denn? Der arbeitet gerade nicht. Der auch nicht. Aber der arbeitet daran, dass er jetzt Benzin wird, ne? Ja. Gleich hier auch wieder. Oh, ich hasse das, weil die jetzt wieder, weil das jetzt wieder ein Kreislauf ist. Das heißt, genau. Der, so wie der, bekommt die Priorität 2. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich anfangen, hier was reinzuschmeißen. Auch nicht. Priorität 2.
bisschen verwirrt. Och man, diese ganzen Hühner in der Nähe, die gehen mir echt auf den Keks. Mein Gott, stirb. Immer hat man diese 10 Milliarden tausend Eier im Inventar. Die man gar nicht haben will. So, was ist jetzt hier das Problem? Ey, der kann die doch rauspumpen. Die kriegen ja nicht wieder in den. Die kommen ja nicht wieder in diesen gleichen Kreis. Ja, ne. Extract. Und könnte dann hier rein, weil er hier nicht rein kann. Aber warum macht er das nicht? Das ist doch der. Der das ist. Hier. Das ist echt ein bisschen verwirrt manchmal. Verwirrt. Wir gehen jetzt mal alle Kabel nach. Oh, ist das dunkel geworden. Helmut ist mal wieder. Creeper hier. Ja, der ist der. Die Stelle ist das. Verstehe ich aber nicht, dass er den hier nicht reinschmeißt. Weil der pumpt ja im Endeffekt das ganze Zeug hier rein. Insert. Von hier aus. Extractet er? Oder müsste extracten hier rein? In die Leitung. Kann er sich dann jetzt nur noch entscheiden, entweder geht er hier wieder oben den Eingangsweg von den Dingern oder den Ausgangsweg. Hiervon oder in die. Aber da er da nicht rein muss. Warte mal, ich pack da jetzt mal 32. Was haben wir hier? 4980. So, was muss ich verändern? Also das sind jetzt diese. Die habe ich nirgendwo drin. Ja, die anderen müssen ja auch eigentlich reinkommen. Da habe ich da gar keine von. Ne, den habe ich noch nicht einsortiert. Gut. Gut, dass ich das jetzt erst gefunden habe. Das heißt, wenn ich den jetzt eigentlich hier einsortiere. Zack. Sollte eigentlich laufen. Ja, easy. Jetzt läuft das auch. Super. Ja. Das ist der, kam wieder zu. Jetzt muss ich schauen. Stopp. Da kommt noch. Jetzt können wir erstmal Bienen. Weg müssen. Der wächst. Wir fahren wieder, wenn du fertig bist. Du müsstest auch wieder fertig sein. Dann haben wir das erledigt. Dann haben wir das erledigt. Jetzt müsste ich mich darum kümmern, was jetzt unten ist. Warum der kein Öl mehr reinholt. Ich denke mal, dass er voll ist. Durch die ganze Arbeit jetzt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Ölstand bzw. den Benzinstand runterkriegen. Der auch voll ist. Der ist voll, der ist voll. Und die Karren stehen hier. Die drei sind voll. Wir müssen Benzin verbrauchen. Oder wir schlagen noch einen Benzinkanister an. Das heißt, wir bräuchten ein großes Benzinlager. Habe ich noch irgendwelche Tanks rumfliegen? Passt mir jetzt gerade gar nicht, dass eigentlich alles voll ist. Wir haben noch 32 Tanks.
eine Reihe mache ich noch drauf. Damit er zumindest den Tank da voll kriegt. Aber der wird ja natürlich jetzt wieder zugepumpt. Natürlich klar ist, der kann jetzt losfahren, aber was mache ich mit dem ganzen Benzin? Nee, Fuel müsste das sein. Fuel. Rocket Fuel, Fuel. Ja, keine Ahnung. Ja, wir können es umarbeiten. Wir können es. Nur ist eine Energieanzeige. Shift to Hold. 200 im Brenntime. Also. Brennzeit auf jeden Fall. Wir müssten was bauen dafür. Aber was treiben wir damit an? Was treiben wir mit Benzin an? Weil Energiespeicher sind momentan alle voll. Was können wir antreiben? Strommäßig, dass uns was das erzeugt. Darum geht es, dass der hier eigentlich läuft. Also permanent eigentlich laufen würde. Bis zum gewissen Moment. Weil den Strom habe ich massenweise. Wir könnten eigentlich darum gehen, dass wir Strom verbrauchen, werden wir eh selten. Wir haben überall Stromquellen, die herkommen. Wir müssen eigentlich mehr Strom verbrauchen oder an gewissen Punkten mehr Strom benutzen, als dass wir es brauchen. Aber wo? Wie kann man viel Strom verschleudern für nichts? Ja, das ist die Frage. Wo können wir das machen? Es gibt doch hier diese Meta. Gibt es nicht mehr Yuyu Meta? Muss es doch geben. Ja, Yuyu Meta. Wie kriege ich diese Suppe? Super, Yuyu Meta. Wie kriegt man das? Industrie. Molekular. Ne, das muss irgendwas von hier sein. Soilet. Fueled. Was ist das denn wohl für eine Maschine? Oder wie kann die Sterling? Kinetic.